Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zur 100. Folge von Minecraft Hexit. Ich freue mich, ich bin echt stolz, dass ich so weit gekommen bin schon. Und daran seid ihr schuld, ganz einfach. Ha, jetzt habe ich es euch gegeben. Nee, ich danke euch echt. Hätte nicht gedacht, dass ich mal so weit komme, noch in diesem Let's Play. Und ja, ich habe mir was Besonderes überlegt. Dafür habe ich mir ein paar besondere Materialien eingepackt. Ich werde mal noch nichts verraten. Oh je. Das meinte ich damit aber nicht, Freunde. Der Creeper kann mal gestohlen bleiben. Auch in der 100. Folge ist er nicht erwünscht. So. Penner. So sieht's aus, ja. Wir brauchen eine etwas größere freie Fläche, so wie ich das verstanden habe. Das heißt, wir nehmen einfach mal mein ehemaliges Feld da drüben, wo ich mal gehaust habe. Gehen wir praktisch hier so rüber und dann da hoch. Ja, ich habe mir was überlegt. Ist eine besondere Zahl, die 100. Folge. Gibt's nur einmal. Zumindest pro Season, pro Playlist. Und, ja. Obwohl, hier ist eigentlich. Wir stellen es einfach neben das Feld. Das sollte eigentlich reichen. Mir wurde es ja schon des Öfteren geraten. Mach's doch mal. Bisher habe ich mich immer gedrückt, aber jetzt ist es wohl soweit. Und ja, jetzt muss ich wohl auch mit der Sprache rausrücken, was ich da so eingepackt habe. Versuchen wir das einfach mal. Ob ich das auf die Reihe kriege. Also, man nehme Obsidianblöcke. Glaube, vier nebeneinander. So. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich glaube, es sind sogar fünf. Nee, warte mal, warte mal. Nee, das passt schon so. Oh Gott, ey, ich habe mir meine Hacke wieder halb kaputt. Das ist übrigens auch ein guter Punkt. Vielleicht sollte ich nochmal reparieren gehen oder mir eine neue holen, bevor ich mich da reinwage. Also, ein paar werden es jetzt wohl schon gemerkt haben. Ich baue ein Nether-Portal. Das soll es werden zumindest. Und ich glaube, das stimmt einigermaßen von der Höhe. So, 2 auf 3 hat es geheißen, muss in der Mitte sein. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. So, jetzt ist das Ding natürlich kein Portal, sondern ist einfach nur ein Bogen, wo man so durchspringt. Wo selbst das Huhn durchkommt, ohne dass was passiert. Wir müssen das nämlich irgendwie anfackeln, anzünden und dafür gibt es ein Feuerzeug, das man so baut. Und dann müssen wir das benutzen, soweit ich weiß. Jawohl. Und fertig ist es. Da ist unser Nether-Portal. Ich bin jedenfalls gespannt, was uns erwartet, aber ich glaube, ich habe mich doch nicht so gut vorbereitet, wie ich dachte. Das Portal funktioniert. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das hinbekomme. Ich hoffe, das bleibt noch eine Weile auf. Macht auf jeden Fall sehr seltsame Geräusche. Faszinierend. Ach, da ist der Ausgang. Ich wollte es jetzt nicht zu nah an mein Haus stellen. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwie theoretisch auch explodieren kann oder ähnliches. Ja, sicher ist sicher. Ich will ja nicht zur 100. Folge sagen können, herzlichen Glückwunsch, meine ganze Arbeit ist dahin. Jetzt habe ich doch so lange rumgemacht mit dem Keller, der ist ja immer noch nicht ganz fertig, aber für einen Anfang muss es reichen. Wäre natürlich doof gewesen jetzt, wenn ich das nebendran baue und dann würde das irgendwie explodieren oder so. Ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie gemacht, deswegen, ich kenne mich null damit aus. Aber warum nicht mal was Neues wagen, wenn man dann schon die Gelegenheit dazu hat? Und ja, jetzt packen wir mal. Ich weiß ja nicht, ob ich Leiter mitnehmen soll. Ich kann das ja in den Rucksack packen. Dann nehmen wir sie halt mal mit. So. Rucksack auf, Leiter rein. Die übrigen Fackeln übrigens auch. Apfel können wir noch einräumen. Also ich gehe gleich durch, keine Sorge. Ich ziehe das durch, ich traue mich. Aber erst nochmal schauen, wegen Werkzeugen und so. Na ja gut, wobei man sagen muss, eigentlich ist nur die Hacke richtig angeschlagen. Und da haben wir noch eine. Dann würde ich sagen, machen wir das so, die kommt in den Rucksack rein. Ich weiß ja nicht, was ich da für Utensilien dann mitschleife, wenn ich wieder zurückkomme. Das Lapis Lazuli, das lassen wir auch mal liegen.
Pack das jetzt erstmal unter Sonstiges rein, weil sonst müsste ich. Ach so, warte mal, ich muss ja eh hoch. Vergesst es. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich muss ja eh wieder hoch, weil ich will. Bei Tag in den Nether. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, aber ich mach's trotzdem. Und ich habe gesagt, je nachdem, wie es aussieht, werde ich vielleicht heute ein bisschen überziehen. Heute haben wir ja mal einen Grund dafür. Und ja, für den ersten Ausflug im Nether muss man sich natürlich Zeit nehmen. Vor allem, wenn man keine Ahnung hat, so wie ich. So. Also, Essen haben wir dabei, das muss reichen. Wir haben Taschenplätze frei, wir haben ein Feuerzeug. Ich hoffe. Ich habe keine Ahnung, ob man das noch für irgendwas anderes benutzen kann. Ich kann wahrscheinlich den ganzen Wald abfackeln, aber das wäre keine schöne Aktivität zur 100. Folge, behaupte ich jetzt mal. Deswegen lassen wir das erstmal so, wie es ist. Und dann gehen wir einfach mal rüber. Apropos, mir fällt gerade auf, ich habe vergessen, den Timer anzuschmeißen. Kleinen Moment, kurz zur Orientierung, wie weit wir sind. 6 Minuten, okay. So. Wieder da. Ich war kurz auf dem Desktop. Ich habe irgendwann mal rausgefunden, dass Fraps trotzdem aufnimmt. Das heißt, wenn man gerade auf dem Desktop ist, solange die Anwendung weiterläuft, nimmt das weiter auf. Das ist eigentlich ganz cool. Und noch cooler ist, wenn man an einem Tor vorbeiläuft. Tja, es gibt dann kein Zurück mehr. Ich hoffe, ich finde was Nettes und ich hoffe, es lohnt sich und ich hoffe, ich krepiere da drin nicht. Will nicht wissen, was dann passiert. Wir tun es einfach. Landschaft wird heruntergeladen. Wir müssen noch tiefer. Jetzt bin ich gespannt, wie es hier aussieht. Und ich würde gern wissen, was der Unterschied ist zwischen Nether und Dimensionsportal, weil Dimensionsportale habe ich ja schon rumstehen sehen. Da kann man ja eigentlich durchgehen, ohne dass irgendwie, dass man vorher was bauen müsste. Aber jetzt habe ich mich für den Nether entschieden, weil das dürfte ja die Hexit-Version des Ganzen sein. Oh ne, scheiße, jetzt bin ich zu lange drin gestanden, kann es sein? Ah ne, jetzt bin ich drin. Okay, das ist jetzt praktisch die. Ja, wie nennt man's? Die Unterwelt, praktisch. Basierend auf der Welt, die ich eben draußen habe. Und das baut sich auch alles sehr langsam auf gerade. Muss man mal einen Moment warten, bis sich die Landschaft so ein bisschen zusammenstellt. Die muss ich jetzt natürlich komplett neu laden, neu aufbauen. Ich will jetzt nur mal kurz testen, ob man da ohne weiteres wieder zurückkommt, wenn ich da durchgehe. Einfach nur so als Test. Ja, bin tatsächlich wieder da rausgekommen, wo ich rein bin. Das ist höchst erfreulich. Dann können wir ja ohne Bedenken wieder rein. Ich frage mich nur, was passiert, wenn ich hier sterbe. Ich will es eigentlich nicht rausfinden. So, jetzt testen wir gleich mal. Ist es. Ne, das ist ein harter roter Block. Was ist denn das hier? Netherstein. Kann man vielleicht gebrauchen. Ich weiß es nicht. Was ist das? Netherquarz. Okay, das sind natürlich sehr exotische Dinger jetzt mit dabei. Aber was ich halt erstmal interessant. Zombie Pigman? What? Ja, das wollte ich wissen eigentlich. Was bieten die Gegner uns denn hier? Oh mein Gott. Er macht Schweinelaute. Wie lustig. Nützt ihm trotzdem nichts, er ist tot. Ich hoffe nur. Jetzt gucken wir mal, dass ich da. Portal schreibe. Und hoffentlich. Halt, das ist falsch. Das ist ja total falsch. Da sollen wir das da hinsetzen, Mann. Wo ist denn jetzt das Problem? Also auf der Karte sieht man es zur Not auch. Aber mir ist so ein Marker dann doch wichtiger. Oder lieber erstmal. Okay, jetzt passt es. Jetzt ist der Marker richtig. Nicht, dass ich dann irgendwann nach Hause will und ich finde das Portal nicht mehr, ne? Das wäre anzunehmen bei mir. Ich weiß jetzt nicht, ob sich die Welt noch weiter ausbaut oder ob das tatsächlich so sein muss, dass hier überall die Lava runterläuft, weil da unten sieht es ja jetzt. Da will keiner reinfallen, also ich zumindest nicht.
Okay, wir sind im Nether, das ist interessant. Das klingt nach Erde. Ich nehme jetzt einfach mal aus Prinzip alles Mögliche mit, was ich so finde. Tainted Soil, ah ja. Coole Sache. Oh, da funkelt was. Und da brennt was, das ist nicht so schön. Dann hoffe ich doch, dass ich da irgendwie durchkomme, ohne abzubrennen. Weil ein brennender Schrinks ist kein guter Schrinks. Und das ist schon mal das erste Erz, was auch immer das darstellt. Ich habe so das Gefühl, dass ich meine Hacke daran nur kaputt mache. Ich versuch's trotzdem. Ob dann irgendwie was kommt? Ich weiß ja nicht, eine Obsidian-Hacke kann man ja eigentlich gar nicht bauen, ne? Vielleicht aus Netherstein dann irgendwas? Hätte ich mal meine Werkstation mitgenommen. Mach hinne jetzt. Da nähert sich doch schon ein Gegner, Mann. Merkst du das nicht? Womöglich mache ich es jetzt einfach nur kaputt. Dann hat es sich ja richtig gelohnt. Boah, Alter. Der ist ja kaputt an dem Ding. Konnte ich sammeln? Nee. Gut, dann müssen wir das erstmal verschieben. Würde halt schon gern wissen, was das für ein Erz ist. Gut, habe ich halt mal einmal die Spitzhacke sinnlos verbraucht. Zombie-Pigman. Was? Oh, da kommt schon der nächste. Gar nicht gesehen, Mensch. Noch mehr? Gott, wo bin ich hier gelandet? Ich werde von wilden Schweinemenschen angegriffen. Faszinierend. Aber ich finde das richtig cool. Ist die Frage, ob ich mal ganz kurz schauen kann. Ich glaube, im Moment bin ich in Ruhig und hab da so. Oh, okay, also Nether. Ob es da irgendwas in der Form gibt? Ja klar, eine Nether-Spitzhacke. Wahrscheinlich brauche ich die. Was heißt Stonebound? Weiß ich nicht so recht. Und ein Bauplan dafür ist auch nicht da. Womöglich muss ich das mit diesen komischen Bauteilen da zusammensetzen, aber wie mache ich das? Oder droppen die nur? Das kann natürlich auch sein. Also einfach mal ein paar. Was, Zombie-Kopf, Alter, im Ernst? Gold-Nugget? Wo ist denn das her? Dann gehen wir doch einfach mal weiter und gucken, was hier so abgeht. Aber von der Welt, wie ich sie so kenne, selbst wenn das so eine Art Abbild sein soll, ist nicht mehr viel zu erkennen. Also ist ja alles komplett anders. Oh, ich höre es grunzen. Lässt du mich noch kurz abbauen? Das war wohl ein Ja. Oh Gott, was ist das denn? Oh, wie viel Leben die hat. Oh Gott. Stopp. Boah. Oh nee, jetzt kommt auch noch Kleine raus. Gut, dass ich so gut gerüstet bin. Alter Falter. Also mit so einer Anfängerrüstung. Gut, dass ich da nie rein bin. Das hätte teuer werden können. So, da rennt wieder so ein Pigman. Jesse Pigman von Breaking Bad. Wer kennt ihn nicht? Ach nein, das war ja Pinkman. So, und dann haben wir schon den nächsten Knaben. Ich hätte vielleicht doch meine Waffen mal ein bisschen pimpen sollen. Also, ich wollte natürlich jetzt nicht mein ganzes Zeug ausgeben für irgendwelche blöden Waffenverzauberungen, die mir hinterher nicht gefallen, aber gerade auf das Schwert noch mal eine höhere Schärfestufe drauf zu machen, wäre gar nicht so doof gewesen. Ein bisschen höher. Bleibst du mal stehen? Gutes Ding. So, die hier noch. Yes. Bogenschütze Schrings hat wieder zugeschlagen. Uah. Oh. Gleich so viele. Oh je, oh je, oh je, oh je, das sind ja ganz viele.
Übertreibt mal nicht, Jungs. Wir können doch über alles reden. Oh, von hinten auch. Oder was? Was? Ich geb dir gleich. Oh Gott, das ist ein Boss. Das ist ein Boss. Lauf doch. Meine Fresse. Nein. Ach du Scheiße. Wiederbeleben. Jetzt habe ich natürlich nichts. Ich bin zum Glück in meinem eigenen Haus wieder gespawnt. Oh fuck, das könnte jetzt böse enden, wenn ich mein Zeug nicht gleich wieder kriege. Halt nicht im Keller. Ich renne jetzt einfach so, wie ich bin, rein und hole mir mein Zeug. Weiß nicht, ob die Idee toll ist, aber okay. Da habe ich wohl ein bisschen mich übernommen. Dass der scheiß Boss auch dazukommen musste, das war doch echt jetzt total unnötig. Ich muss echt wieder mal das ein oder andere einfache Dungeon machen, einfach um ein bisschen Erfahrungspunkte zu sammeln. Weil da durch Sterben gehen die natürlich ruckzuck weg. Und Erfahrung brauchst du nun mal zum Verzaubern und den ganzen Scheiß. Also, dann gehen wir nochmal rein. Hoffentlich kriegen wir den Scheiß wieder. Selbst wenn ich es nur einmal kurz einsammeln würde, wäre das ja schon mal ein Anfang. Hä, bin ich jetzt doof? Wo ist denn die Stelle, Mann? Da! Achso, stimmt, ich bin da runtergelatscht, ne? Ja, ja. Boah, nicht ins Feuer. Nicht ins Feuer. Da liegt mein ganzes Zeug. Okay, renn! Oh, Alter. Du Scheiße. Okay, ich sollte mir vielleicht doch eine Rüstung anziehen. Aha. Verdammte Kacke. Letztens rede ich noch drüber. Ja, von wegen, ja, da merkt man wenigstens mal wieder, dass es nicht so einfach ist und so. Ja, so wollte ich das jetzt aber nicht haben. Steinschwert, keine Ahnung, Bann. Nehmen wir lieber Eisenschwert mit Bann. Eisenhelm, Eisendings da. Hose. So. Anziehen, anziehen, anziehen. Halt, das muss da hin. Obwohl, nee, komm, ich will jetzt nicht die Meteoritenbrustplatte gleich opfern. Nicht, dass das auch wieder schief geht. Hose nehme ich einfach irgendwas. Feuerschutz, das klingt gut. Brauche ich den anderen Scheiß wenigstens auch mal. Aber, ja, so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt, Freunde. Und ich hoffe, dass dieser Boss sich da schnellstens wieder verzieht. Auf jeden Fall war es mir schon wieder eine Lehre. Dass man im Nether auf jeden Fall viel, viel vorsichtiger sein muss. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da so mächtige Gegner rumrennen. Klar habe ich gedacht, okay, da sind ein paar Viecher dabei, die vielleicht nicht ganz so nett sind, aber doch nicht so. Oh Mann. Wäre halt schade um das Meteoritenschwert, was ich da gefunden habe, weil das ist echt gut. Alles andere kann man ersetzen, aber so ein Schwert kriegst du halt nicht so schnell wieder her. Gut, ich könnte mal eins bauen, aber dafür brauchst du dann wieder Meteoriten und die hat man natürlich auch nicht unendlich verfügbar. So, wo ist mein Zeug? Ich hoffe, es ist überhaupt noch was übrig. Komm schon, lass mich in Ruhe, Mann. Wenigstens einmal aufheben. Okay, ich habe es zumindest einmal aufgehoben. Das ist schon mal wieder ein Anfang. Das gibt Zeit. Aber viel Zeit haben wir nicht mehr. Oh Mann. Das nervt mich jetzt. Warum? Was soll die Scheiße? Steinschwert. Ja, mein ganzes gebrauchtes Zeug, was ich sonst eh nie anziehe. Das nehmen wir jetzt halt.
Gut, Helm habe ich keinen mehr, wunderbar. Scheißdreck. Und wieder zurück in den Nether, Alter. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Also wenn ich das irgendwie noch mal rausschaffe, dann ziehe ich mich ganz, ganz schnell wieder zurück. Das ist ja mal richtig kacke gelaufen. Das ist gar kein Ausdruck. Das ist noch nett formuliert. Ich habe zwar wieder einen von diesen. Warum sind da so viele gekommen, ey? Scheiße, ich habe den Boss hinter mir nicht gesehen. Wenn der nicht gewesen wäre, dann hätte ich es vielleicht irgendwie hinbekommen. Meine, die Zombies mit meinem vernünftigen Schwert sind die ja mit zwei oder drei Schlägen maximal kaputt. So allerdings. Nun ja. Grandiose Idee, sage ich mal. Das war echt gemein. Ah gut, ich wollte es ja so. Herausforderungen habe ich gesucht. Jetzt habe ich den Tod gefunden. Auch nicht schlecht. Wieder einer tot. Och Mann. Aber ich arbeite mich durch. Es stirbt immer wieder einer. Trotzdem wird mein wertvolles Zeug wohl langsam aber sicher weg sein. Goldschwert. Das ist nicht wirklich gut, aber was soll's? Goldener Brustpanzer, dass wir wenigstens ein bisschen geschützt sind, aber. Ach Gott. Halt. Nicht, dass da auch noch eingebrochen wird oder so, das muss jetzt nicht sein. Unschön wird das. Richtig unschön. Das wäre natürlich ein gewaltiger Griff ins Klo, dann diese Expedition in den Nether. Und dann gehe ich da auch vorerst nicht mehr rein. Also wenn das total in die Hose geht jetzt, dann bin ich die längste Zeit im Nether gewesen. Vorerst. Ich hätte noch ein bisschen warten sollen. Ich hätte mir mit den Verzauberungen irgendwie noch eine bessere Basis schaffen müssen. Das Schwert noch mal ein bisschen optimieren. Aber so. Gott, ist ja noch ein Boss. Fuck. Ein Versuch mal noch. Jetzt gehe ich einfach so rein. Es muss doch möglich sein, mal kurz dahin zu rennen. Wieso sind die so schnell? Also, wenn ihr mir für solche Situationen Tipps habt, ne, dann nur raus damit, weil da wäre ich mal gespannt, wie ihr sowas regelt. Jetzt habe ich eine ganze Menge Zeug verloren. Alter, fuck. Ich habe mich so gefreut auf die 100. Folge. Jetzt geht das so fett in die Hose. Das ist traurig. Meine Level sind auch alle dahin. Glaube, das war eine der dümmsten Ideen, die ich jemals hatte in diesem Spiel. Eine der dümmsten Ideen überhaupt, glaube ich. So, wenn ich jetzt da schnell durchkomme. Zumindest kann ich mal. Oh Mann. Ich glaube, da wäre das Schwert gelegen. Darf doch nicht wahr sein. Weil jetzt kann ich eh nichts mehr verlieren. Jetzt habe ich überhaupt keine Level mehr. Aber die kann man ja zum Beispiel durch Ernten und durch Züchten von Viechern auch wieder ganz schnell aufbauen. Das sollte nicht das Problem sein, aber es nervt mich trotzdem ungemein, ey. Das hätte echt nicht sein müssen jetzt. Und ich fürchte, dass die 5 Minuten für mein gutes Schwert jetzt auch rum sind. Da habe ich jetzt natürlich eine Menge Zeug ins Sand gesetzt, vor allem meine ganzen Diamantwerkzeuge. Das heißt, ich bin jetzt auf das angewiesen, was ich zufällig vielleicht noch hab. Toll, jetzt rüpfe ich auch noch ins Feuer rein. Oh je. Komm schon. Okay, ich habe einiges aufgesammelt. Das ist jetzt besser zusammen. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch irgendwie.
Das ist jetzt auf jeden Fall wieder resettet worden vom Timer her. Und ich habe schon wieder zwei Level, Alter. Wie das denn? Einfach nur durchs Durchrennen. Ach so, wenn ich sterbe, dann droppe ich, glaube ich, Erfahrungspunkte und ich kann die tatsächlich selber wieder einsammeln. Einsammeln, Alter. Sprachlich läuft's auch sehr gut. Och, Menno. Ich meine, es ist jetzt nicht mehr so schlimm wie am Anfang, wenn alles weg ist, aber es wird mich trotzdem ankotzen, weil es unnötig ist. Muss doch möglich sein, das Zeug zu holen und zumindest so zu sterben, dass ich dann nachher besser rankomme. Ich muss jetzt eigentlich gerade nur ein bisschen Zeit gewinnen. Aber jetzt stehen die natürlich erstmal wieder alle da, wo sie nicht hingehören, die Idioten. Komm schon. Boah. Scheiß drauf. Einmal versuche ich's noch. Ich gebe mein Zeug nicht so schnell auf. Im Leben nicht. Und wenn ich dann irgendwann wieder richtig fett gerüstet bin, dann töte ich die alle. Aber sowas von. Vor allem diese Nether-Materialien, sage ich jetzt mal, die ich da gesammelt habe, das ist wahrscheinlich nichts Besonderes, aber ist ja auch weg. Also eigentlich war der Trip voll für den Arsch. Wenn ich jetzt wenigstens meine vorherige Ausrüstung irgendwie retten könnte, dann wäre ich echt dankbar. Was ist das denn? Halt's Maul. Ein Enderman oder was hier drin? Klingt fast so. Ja! Nicht! Nein! Ah, die ganzen Pfeile liegen hier auch noch unter Rucksack. Komm, wir rennen noch einmal mit Rüstung rein, aber wenn es dann nicht klappt, dann gebe ich's auf. Dann gebe ich's auf. Lasst euch eine Lehre sein, nicht einfach in den Nether reinspazieren. Blöde Idee. Ganz blöde Idee. Jetzt habe ich noch nicht mal ein richtiges Schwert. Also keins, was ich. Die Goldrüstung kann ich mal nehmen. Und wir nehmen. Nehmen die Eisenaxt als Waffe mit. Scheiß drauf. Da können wir uns mehr als genug wieder nachbauen. Das sollte nicht das Problem sein. Wenn ich nur an ein paar Sachen wieder drankomme, wäre ich echt glücklich. Wäre ich nur in meinem scheiß Keller geblieben, ey. Und dass der hier nur sprinten kann, wenn man Doppelklick macht nach vorne oder doppelt antippt, das ist auch der totale Rotz. Kannst du ja nicht mal richtig umbelegen eigentlich. Das macht's dann noch schwerer. Ach Leute. Warum? Warum muss mir das immer passieren? Ich hab mich so gefreut. Ach, halt's Maul. Komischer Enderman-Verschnitt. Ja. Oh Mann, jetzt hänge ich wieder fest. Auf, Mann! Meine Fresse. Aber es war nicht schlecht. Ich hatte zumindest kurzzeitig alles wieder beisammen. Zumindest das, was noch da ist. Gut, ich mache noch ein bisschen weiter. Das ist zwar vielleicht zum Anschauen langweilig, aber ich gebe nicht auf. Ohne Gegenwehr nehmen die mir mein Zeug nicht ab. Scheiße, Mann. Bah, das zieht mich jetzt runter. Das sollte die Krönung dieser Aufnahmesession sein eigentlich, ne? Jetzt ist es hier der absolute Tiefpunkt. Gott, wie oft ich jetzt hier schon gestorben bin, ne? Das ist auch nicht mehr feierlich.
Alter, was macht der bitte? Ist der verrückt? Nein! Gibt hier noch irgendwas? Nein! Okay, wieder tot. Ich hab's jetzt gar nicht, ich konnte es gar nicht erkennen, ob der Rucksack überhaupt noch da ist, weil wenn der schon weg ist, dann können wir es eh vergessen, weil den hatte ich zwischenzeitlich mal wieder kurz. Letzter Anlauf, Freunde, ehrlich, ich verspreche es euch. Und dann werde ich die Folge auch beenden in der nächsten Folge, ja. Muss ich mal gucken, wie ich wieder Ausrüstungsbeschaffung mache. Und ohne vernünftige Verzauberung und Zeug gehe ich da überhaupt nicht mehr rein. Da sind doch die Türme um Längen leichter zu bewältigen als das hier. Gut, dass ich das eine Kristallschwert oder Diamantschwert noch irgendwo rumliegen hatte. Dann habe ich das zumindest wieder als gute Waffe. Aber ein Diamantschwert, das hatte ich noch als Ersatz im Rucksack, das ist natürlich dann auch futsch. Aua, jetzt kriege ich schon Fallschaden. Diamanthelm. Vielleicht auch noch nicht alles verloren? Wenn ich nur wüsste, wo mein Schwert ist. Weil im Moment habe ich Ruhe. Aber wenn es ganz da unten liegt, kann ich es eigentlich vergessen. Geh mal ganz vorsichtig. Ich kann nichts erkennen. So, wenigstens einen kleinen Teil wieder zurückgeholt, aber ist natürlich einiges weg jetzt. Das Problem ist, wenn ich jetzt da runterspringe, ne? Dann laufe ich Gefahr, dass ich das auch wieder alles verliere, was ich hier habe. Und wenn es in der Lava gelandet ist, ist es sowieso dahin. Ach, ich weiß auch nicht. Besser wird's eh nicht mehr. Ich gehe raus. Das ist sehr deprimierend. Also das ist wirklich niederschmetternd, so eine Aktion. Aber es ist alles weg. Gut, dann ist neue Priorität wohl. Oje, oje. Waren das gerade? Ja, gut, die Items sind dahin. Kies. Lass mich verarschen. Behaltet's. Erde. Ich gehe. Tja, Freunde. Bezeichnend. Eigentlich das mal jetzt mehr oder weniger. Gut, so extrem ist es ja nicht, ne? Essen habe ich zum Glück genug. Ich kann mir auch schnell wieder eine Rüstung basteln, aber dass wir mehr oder weniger wieder bei Null anfangen nach der 100. Folge, das ist schon ernüchternd. Aber das weiß ich jetzt dann eben, dass ich da nicht so ohne weiteres wieder reinstolziere und mir eben besseres Zeug hole, um mich vorzubereiten. Oder einfach vorsichtiger bin. Also eins von den Sachen wird es sein, was ich wirklich dringend beachten muss. Ah, suche ich mal mein Zeug wieder zusammen. Diamant, Giant Sword oder Sword ist es ja genau genommen. So, dann nehmen wir halt meine Meteoritenrüstung, die ich da mal gebaut habe. Bogen braucht man natürlich auch wieder. Das können wir wegpacken. Ja, das ist echt, also. Ich könnte mir selber in den Arsch beißen, aber richtig. Und den Schild nehmen wir noch wieder mit.
Können wir ja eigentlich so machen, dass wir das so drehen und das dahin. Ach Gott, was brauchen wir noch? Glaube, jetzt habe ich erstmal alles, was ich mir so. Brustpanzer, mal Hose würden noch fehlen, aber da. Ah doch, da haben wir eine. Höllenriten-Leggings. Halt, da ist eine Hose. Stiefel fehlen, da habe ich gar. Doch, habe ich auch. Alter, bin ich doof oder was? Total durch den Wind. Naja, annähernd so viel Rüstung wie letztes Mal, bevor ich da rein bin. Tainted Soil, was auch immer das ist. Kommt erstmal zu Sonstiges. Und damit war die 100. Folge von Minecraft Hexit ein voller Griff ins Klo. Tja, tut mir leid, Leute, ich wollte euch eigentlich ein bisschen mehr vom Nether zeigen, aber ich hab's versaut und zwar volle Kanne. Und ja. In den nächsten Folgen heißt es dann wohl erstmal wieder umherlaufen und irgendwelche Rohstoffe sammeln. Das wollte ich ja eigentlich jetzt vorerst nicht mehr. Aber hilft ja nichts. Oder wir machen halt eine komplette Eisenrüstung und gehen in so einen Dungeon rein. Aber nicht mehr in den Nether vorerst. Erfahrungspunkte sind auch komplett futsch. Zwei Level, was soll ich damit? Die kriegst du ja locker wieder zusammen, das ist gar nichts. Ja, immerhin habe ich noch ein paar gute Waffen in der Kiste gehabt. Gut, dass ich die alle aufgehoben habe. Ansonsten wäre ich jetzt echt fertig gewesen mit der Welt. Mit einem Eisenschwert wollte ich jetzt eigentlich nicht mehr rumrennen. Ja, was soll ich sagen? Scheiße war's. Sorry, Leute. Mich regt's selbst am meisten auf. Könnt ihr euch glauben oder euch vorstellen. Könnt ihr mir glauben, so rum. Aber hat nicht sollen sein. Dann müssen wir uns wohl besser vorbereiten. Dann haben wir jetzt ein Ziel vor Augen. Wir bereiten uns vor für den Nether. Und das nächste Mal klatschen wir die alle weg. So. Für heute soll es das gewesen sein. Das ist auch das Ende meiner Aufnahmesession, weil danach habe ich jetzt erstmal keine Lust mehr aufzunehmen. Ist auch klar. Aber naja, bis es soweit ist, habe ich natürlich wieder ein paar Folgen. Aber jetzt brauche ich erstmal Abstand von diesem Spiel. Also, danke Leute, vor allem für die, die von Folge 1 an dabei waren und auch schon in der ersten Staffel. Für heute war es das. Ciao, Leute.